So, jetzt ist hier die Tür offen. Ich mähe mal auch ein bisschen hier das Unkraut aus dem, aus dieser Gruft. So. Was haben wir hier für eine Tafel? So wie du bist, war ich einst. Wie ich jetzt bin, wirst du einst werden. Sei bereit, mir zu folgen. So wie du bist, war ich einst. Wie ich jetzt bin, wirst du einst werden. Ja, okay. Oh, der Chef ist da. Hallo. Wenn du den alten Heiligen nicht den nötigen Respekt zeigst, werden sie dich in die Dunkelheit führen. Denke daran, wenn du in die untere Gruft gehst, um die zu ehren, die dort liegen. Komme hierher zurück, nachdem du ehrerbietig mit ihnen gesprochen hast. Okay, mach ich, Chef. Bis später. Was? Großes oder was? Kleines oder großes Latinum? Keins von beiden. Ich kann kein Latein. Geh auf. Hä? Das ist doch nicht hier? Wo geht denn das jetzt lang? Hä? Du, ich mach dir deine Pflanzen hier kaputt. Ach, guck mal, ich kann hier drüber hüpfen. Warte mal. Was hat er nochmal gesagt? Guck nochmal. Wenn du den alten Heiligen nicht den nötigen Respekt zeigst, werden sie dich in die Dunkelheit führen. Denke daran, wenn du in die untere Gruft gehst, um die zu ehren, die dort liegen. Komm hier zurück, nachdem du ehrerbietig mit denen gesprochen hast. Hast du die Heiligen geehrt? Noch nicht. Demjenigen ohne Respekt wird der Weg nicht gezeigt. Er wird für immer in die stinkende Luft der Dunkelheit dahin welken. Was? Ja, genau. Sie spielt doch nicht mit. Ich spiele doch alleine. Montag wieder. Ich habe für dich extra vorhin noch die letzte Folge von Valheim hochgeladen, Patrick. Habe ich extra noch gemacht. Dann hast du jetzt die Tage wieder was zu gucken. Am Montag viel gebaut. Ja. Viel gebaut und viel gequatscht. Viel Quatsch gequatscht. So, ich glaube, ich muss ihn einfach... Ja gut, okay, dann zoll ich ihn einfach jetzt den Respekt. Fertig. Ich habe ihm Respekt gezollt, habe ich gemacht. Und dann kann er mir mal die Tür aufmachen hier. Komm, du Hansel. Bla 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 bla. Jo, hab ich. Dann wirst du 5 Segnungen von den alten Heiligen erhalten. Okay. Aus welchem Jahr ist das Spiel? 97? Ich glaube 97. Ja, 97. Ist schon ein paar Tage alt. So, okay. Ah, schau mal. Gerne. So. Okay, jetzt kriegen wir 5 Segnungen. Eventuell. Was ist eigentlich mit meinem Bot? Schläft er schon wieder? Los, macht mir die Tür auf. Danke, die Herren. Vielen Dank. So, okay. Ab in die Gruft. Hätte sein können, dass ich noch Feuer anmachen muss. Interessant an solchen Grüften, wie sagt man, Mehrzahl von Gruft? Krypten. Hier brennt immer Licht. Irgendjemand hat das Licht angelassen. Ich mache erstmal die Töpfe fix hier kaputt. Gruftis? Ja, Gruftis ist auch schön. Jetzt hebt doch den Topf auf, Mann. Ist leider nichts drin. War für umsonst. Hier steht, hier ruht Elantra. Was? Okay. Hier steht, hier ruht Elantra. Willst du mich verarschen? Hilfe, der Tod ist da. Aua. Zweimal der Tod. Frechheit. Geht weg, ihr Todis. Hua. Au. Boah, hier. Assi. Ahaha. Guckst du doof, ne? Oh, ein Zombie. Aua. Hilfe. Wow.
Geh mal kaputt, Doro. Ich brauche unbedingt mal eine bessere Waffe, ey. Das geht so gar nicht. Hä? Tja, Ende, du bist tot. Nein, noch nicht. Die Schrift auf der Gedenktafel ist verschwunden. Oh, okay. Ja, von wegen. Foreshadowing. Sehr schön. Oh, tropf, tropf, tropf. Super. Wie sowas wohl funktionieren mag. Tolle Technik. So, was haben wir hier Schönes? Oh, ein Heilkraut. Heilkraut erhalten. Oh, was trinken. Gerade noch den Bot gerügt. Da ist er auch schon. So, wo gehen wir denn mal lang? Wir gehen einfach mal links lang. Hier geht's nicht weiter. Was gibt's denn Schönes zu trinken? Ein Kaltgetränk der Firma Coca-Cola in Gelb. Also Fanta. Keine Werbung. Wie immer. Die Sonne geht im Osten auf und geht im Westen unter. Der Schatten aus der Tiefe jedoch wütet gegen den Himmel und trotzt seiner Vernichtung. Na gut. Ja, ohne Werbung. Links ist links, rechts ist rechts. Diese Wahrheit führt einen durch die tiefste Nacht. Ja. Okay. Links ist links, rechts ist rechts. Was? Hier komme ich doch nicht rein. Hätte ja sein können. Nee, okay. Oh. Es sieht aus, als wäre es zerbrochen. Sieht aus, als wäre es zerbrochen. Hä? Entschuldigung. Hier? Nee, hier auch nicht. Mach's nochmal. Nein. Nein. Nicht nochmal. Muss ich die Dinger hier anzünden vielleicht? Guck mal, da landet die Bombe oben drauf. Ist das hier ein Abgrund? Oh. Okay. Das war interessant. Ach. Komm schon. Ja, du Lötlorch. Ja, ja. Ich habe dich gefasst. Gibt's hier eine Karte oder woher weißt du, wo ich lang muss? Ja. das ist jetzt gerade so ein Dungeon. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Gut dünken. Aber es gibt eine Karte. Ich zeig sie gleich mal. Es gibt eine Karte in Papierform. Hier. Eine süße kleine Karte. Zweiseitig bedruckt. Macht sie immer blöd mit einer Hand. Da muss ich hin. Ansonsten gibt es in-game auch nochmal so eine Hilfe. So eine alte Frau, die einem unter Umständen sagt, wenn man nicht mehr weiter weiß, wo man hin muss. Bis jetzt habe ich zum Glück die noch nicht gebraucht, weil ich einen Chat habe, der das Spiel kennt. ich kenne es nicht. So, ich nehme mal ein Kraut. So, jetzt sind wir wieder etwas aufgeheilt. Gib mal her. Schade. Ach, jetzt kriege ich das Fass nicht mehr kaputt. Achso. Warte mal. Ja, du. Lass dich mal fassen. So. Hä? Wieso komm ich dann? Ich komm nicht hoch. Hätte sein können. Komme ich jetzt hier überhaupt noch irgendwie raus? Achso, hier ist ja eine Treppe. Ne, hier komme ich raus. Hier ist wieder so ein Teleportionierer, der einen heilt. Ist ja schon mal nicht verkehrt. Heilkraut erhalten. Wasser und Sand kann man nur Hälfte hüpfen. Ja, das ist mir auch gerade aufgefallen. Ja, so. Einmal heilen bitte. Die maximale Lebenskraft ist wieder erreicht. So, und dann speichern wir direkt mal. So. Ja. Weil wir jetzt schon ein bisschen was in dem Dungeon geschafft haben. Wenn man die Karte überprüft. So. Jo.
Speichern. Ach ja. Geschichte erfolgreich gespeichert. Wunderbar. Zurück. Vielleicht wäre es mit beiden Tonnen gegangen. Na, ich komme doch trotzdem nicht auf die Tonnen drauf. Ich komme doch trotzdem nicht drauf. Ehe. Ab und zu mal ist Flo dabei. Er war erst am Montag dabei. Flo war am Montag da. Und letzte Woche irgendwann. Ich weiß gar nicht mehr wann letzte Woche. Aber selten. Der hat doch keine Zeit mehr. Der ist doch jetzt Papa. Hat er keine Zeit mehr. Oh. Ja, von da oben wären wir vielleicht drauf gekommen, aber das. Kommen wir jetzt halt nicht mehr da hoch. Vielleicht, wenn man die Fässer. Ah, pass mal auf. Rein theoretisch würde man das hinkriegen, wenn man einen Fass hier hinstellt, wahrscheinlich. Aua. Und dann auf das andere Fass oben drauf hüpft. Ja, gut, ich gehe ja schon. Mann. Diese Stressmacher hier. Hier ist ein Ausgang. War auch gerade dein Gedanke. Ja, also man könnte quasi von der. Die müssen sie alles kaputt machen, oder? Schreckliche Leute. So. Guck mal, hier komme ich wieder zurück. Ah ja, 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 ja. Ah, sieh mal einer an. Links ist links, rechts ist rechts. Diese Wahrheit führt einen durch die tiefste Nacht. Ja, das hatten wir doch schon. Steht hier dasselbe? Die Sonne geht im Osten auf und geht im Westen unter. Der Schatten aus der Tiefe jedoch wütet gegen den Himmel und trotzt seiner Vernichtung. Also ist genau derselbe Text, der auf der anderen Seite steht. So, wenn ich jetzt hier drauf hüpfe. Sieht aus, als wäre er zerbrochen. Schade, schade, schade. Na gut, ich gehe nochmal kurz hier rüber. Probier das nochmal mit den Fässern. Fässer und Kisten. Zack. So. Ach, guck mal, da oben ist auch ein Hebel. Den habe ich vorhin gar nicht gesehen. Was macht der denn? Keine Ahnung. Nein, lass das mal. Ich wollte nur das. Ach, guck mal, hier ist noch einer. Er hebelt. Ja. Ich fühle mich so ausgehebelt. Vielleicht ist das hier ein Aufzug oder irgendwie sowas. Eine Plattform. Ich muss gerade mal Gras mähen hier. Könnte ja was drin sein. Nö. Okay. Geht nicht. Na, ich wollte mich nicht heilen. Ach, Mann, Mist. So, ich wollte eine Bombe werfen. Nee. Nee, 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 nee. Geh weg. Ach, blöde. Menü. Oh, ja, so geht's natürlich auch. So. Nummer 1 ist Geschichte. Das war natürlich jetzt ein bisschen arg doof, was ich gemacht habe. So, den dahin. Dann kann man nämlich hier drauf und dann kann man quasi darüber und dann kommt man. Ah! Da saß er. Hilfe! Jetzt war ich gerade völlig perplex, dass der angerannt kam. Mich völlig verjagt, der Penner. Das ist jetzt mal kaputt, du Arsch. Boah, ey. Hast du auch mal was anderes zu sagen? Kackvogel, ey. Meine Güte. Herrsche gibt's. So vielleicht. Gucken wir mal. Komm hier, komm. Husten? Ja, wahrscheinlich. Das ist richtiger Hustensohn, ey. Och, bin ich jetzt gerade zu doof zum draufhüppen, oder was? Hetze. Ah, nein! Muss natürlich schräg hüpfen, ne? Ja, natürlich einfacher, wenn wir das anders machen. Ja. Nein. Ey. Hahaha, geschafft. Oh, toll, ein Heilkraut. Wow, super. Das war die ganze Mühe jetzt verdammt wert, ey. Ich hätte wenigstens gedacht, da wäre irgendwas Sinnvolles drin. Ich meine, Heilkraut, ja, ist okay. Kann man gebrauchen. Aber ich hätte mir jetzt irgendwas Tolles gewünscht. Ein Schild oder sowas. Eine neue Jacke. Och, er nur wieder. Kann das sein, dass die leicht erregt sind?
Okay, jetzt brauche ich gleich mal ein Heilkraut. Ja, ich nehme ja schon eins. Mann, Mann, Mann. So. Und sogar zwei. Das wäre jetzt großspurig hier. So. So, schafft. So, okay. Ich glaube, hier oben in das Loch möchte ich nie nochmal reinfallen, weil da lande ich bestimmt wieder da, wo ich eben schon mal war. Hier. Na komm. Ah, dachte ich es mir doch. Warte mal, links ist links und rechts ist rechts. Hat das vielleicht was mit diesen Hebeln hier zu tun? Links ist links und rechts ist rechts. Hier gibt es ja nicht allzu viele Kombinationen. Oder auch nicht. Wusste es. Schönen guten Tag, junge Frau. Mögen die Götter dir den Weg ebnen und dir beistehen. Ja, danke. Vielen Dank. Wiedersehen. Warum habe ich denn da jetzt einen Stein hinbekommen? Was bringt mir das denn? Ja. Geh doch sterben, du Penner. Es war ja links ist links, rechts ist rechts. Aber nein, alles wird ausprobiert. Ja, natürlich. Immer. Du weißt das doch. Es muss alles aus... Ich habe so viele Spiele mittlerweile gespielt, dass nie die Wahrheit das ist, was man gleich als erstes hat. Selten. Ganz selten. Aber, warte mal. Die Trolle hat den Stein weggemacht. Mando. Nochmal. So eins der Dungeon Siege gespielt? Nee. Dungeon Siege habe ich nicht gespielt. Was mache ich jetzt mit dem Eulenstein? Was mache ich denn jetzt damit? Ach, hier drauf werfen wahrscheinlich, ne? Hä? Auf den Schalter. Ich habe es auf den Schalter geworfen. Aber dann ist kaputt gegangen. Und... okay. Ups. Wo ist jetzt mein Herzchen hier? Beziehungsweise meine Raute? Ich hätte gern die Raute wieder. Oh. Der da oben kaputt ist? Ja, das könnte sein. Da hast du recht. Da muss ich nochmal hoch. Oh nein, da komme ich hier wieder nicht hin. Haben wir gleich. Oh! Das war nicht gut. Da jetzt reingefallen wäre, wäre es vorbei gewesen. Jetzt nochmal machen müssen. So, gehen wir hier nochmal rein. Muss ja irgendeine Bewandtnis haben, ne? Ist vollkommen recht. So. Vor allen Dingen, wenn ich ihn da oben hinbekomme. Das weiß ich halt noch nicht. Kriege ich den da rum? Ach doch, ich komme hier raus. Du hast heute mit Marcel telefoniert. Mit welchen denn? Eins. Welcher war noch mal welcher? Sieht aus, als wäre er zerbrochen. Ja, super. Hat nichts. Ging nicht. Welcher war noch mal welcher? Weiß es nicht mehr. Schon zu lange her. Nee, das kann nicht richtig gewesen sein. Weil jetzt sind diese Plattformen nämlich wieder weg. Oder? Mist. Klein und dick machen wir zwei groß und dünn. Das ist schlimm. Wir haben, naja, ich weiß nicht, ob der Marcel noch hier im Chat ist. Du warst nicht damit gemeint. Ich kenne mittlerweile so viele Marcels einfach. Oh. Es werden immer mehr irgendwie. Hier, vermehrt euch doch. Also. Ah, warte mal. Jetzt ist der noch grün. Wenn ich den jetzt da drauf schmeiße.
Ja, wenn ich treffe. Ey, du wirfst mir ein Mädchen. Sieht aus, als wäre er zerbrochen. Ja, toll, es geht nicht. Ja, unten ist was aufgegangen. Aber es hätte ja sein können, dass das jetzt hier noch in irgendeiner Art und Weise eine Bewandtnis hat mit diesem Stein.